ich kann das ja verstehen, dass sie alle sauer auf den 20er sind, aber die sollten halt besser mal schauen, wieso sowas überhaupt passieren konnte. Und es ist doch klar, sowas gerät ja nur an die Öffentlichkeit, entweder wenn die Staatsanwaltschaft aus irgendeinem Grunde tätig ist oder wenn es einen Whistleblower gibt. Und das ist in diesem Fall Theo Zwanziger und seine Motivation. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Aber nicht so mit spanischen Fremdwörtern um dich hier. Ne? Der Whistleblower haben so immer sozusagen ihre Motive. Ne? Das kann auch sozusagen, kannst du uns mal bitte übersetzen, was das ist? Das ist jemand, der etwas der Informationen und Dokumente zum Beispiel an Journalisten gibt. Darauf sind wir angewiesen in unserem Job. Und in der Tat kann es entweder sein, dass die Staatsanwaltschaften ermitteln, so wie das jetzt in dem Fall der Fall ist, aber eben auch jemand, der ein persönliches Motiv hat. Das war auch schon mal eine betrogene Ehefrau. Ne? Im Fall Claudio Pizarro erinnere ich mich daran. In dem Fall hat es offensichtlich mit dem langen Konflikt zweier DFB-Präsidenten zu tun, dem ehemaligen und dem aktuellen. Ne? Wir wissen vielleicht auch noch, wie Wolfgang Niersbach DFB-Präsident wurde und dass sich Theo Zwanziger damals von ihm aus dem Amt gedrängt fühlte. Und was Zwanziger dann richtig sauer gemacht hat, ist, dass der DFB praktisch ein Werkzeug gefunden hat, dass Wolfgang Niersbach weiterhin auch in Zukunft als ehrenamtlicher Präsident weiterhin das Gehalt bezieht, was er vorher als Generalsekretär bekommen hat. Dann wurde das mit einer Rentenregelung so auch so ein bisschen gechinscht. Ne? Das war auch nicht so richtig transparent. Noch schon wieder ein Fremdwort. Ja. Ja. Und dann hat der DFB 20er kurz vor der Weltmeisterschaft 2014 aufgefordert, alle Ämter auch im Exekutivkomitee der FIFA hinzuschmeißen. Da wurde dann eine ganze Zitatenliste, was das für ein böser Mensch ist. Und da hat sich, glaube ich, bei Theo Zwanziger dann irgendwann ist es dann so weit gegangen. Er hat dann halt nichts mehr zu verlieren gehabt. Er hat nichts mehr zu verlieren. Er hat keine Freunde mehr im Fußball. Du kennst ihn aber auch ein bisschen, oder? Hast du gesagt? Ja, ich ist ja kein unintelligenter Mann, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ich habe Theo Zwanziger mal bei uns in der Sendung gehabt. Das war nach seiner Amtszeit. Dort habe ich ihn als sympathischen, aufgeräumten, auch danach Gesprächspartner wahrgenommen. Ich halte ihn für einen Mann von sehr scharfem Verstand. Und ich bin auch durchaus der Meinung, dass in seiner Präsidentschaft von den atmosphärischen Dingen abgesehen Dinge geschehen sind, die man positiv sehen kann. Ich erinnere mich an seine große Rede bei der Gedenkfeier für Robert Enke beispielsweise. Und mir hat auch sein Entwurf der gesellschaftspolitisch verantwortlichen Präsidentschaft durchaus gefallen. Zwanziger stand in der Tat für zivilgesellschaftliches Engagement. Er hat den Verband geöffnet. Er hat die Nazi-Vergangenheit des DFB aufklären lassen. Und nachdem er weg war, hat man da auch viel gekappt. Also es gibt Leute, die wurden beim DFB aus Kommission danach rausgeworfen. Es gibt das Zitat, alles was von Zwanziger kommt, kommt jetzt weg. Das haben hochrangige DFB-Funktionäre gesagt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass Zwanziger da um sein Erbe fürchtet. Ob er der Maulwurf der ersten Geschichte war, ist ja nicht belegt bis hierher. Klar ist, beziehen wir uns auf die zweite Spiegelausgabe, dort hat er sich zu diesem Netzer-Zitat bekannt und hat sich ja sehr ausführlich auch zu Niersbach geäußert. Und da kann man dann schon auf die Idee kommen, dass persönliche Motive eine Rolle spielen. Ja, also die Oliver und Jan Christian eben auch angeführt haben. Aber ich finde, dass er sich hier auch angreifbar macht, beispielsweise ein Zitat, das er einem Gespräch mit Günter Netzer entnommen haben will, so in den Raum zu stellen. Das ist das ungeschickt? Ungeschickt ist noch vorsichtig formuliert und Günter Netzer bestreitet das. Ich weiß nicht, was war. Ich bin Journalist und beobachte das. Ich kann nicht wissen, was war. Aber ich finde es, wenn man eine solche, ja letztlich einen solchen Vorwurf erhebt, das lediglich aus einem Vier-Augen-Gespräch sozusagen zu belegen, finde ich, sagen wir mal, sehr dünn.